Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-keiner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über den Herd Revolution Kongress geschrieben, welchen er mit 3,7 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Das Kongresspaket von Herd Revolution ist eine Sammlung von E-Books und Video-Interviews von mehreren Experten zu dem Thema Lebenskräftewerken und den Herzensweg gehen. Petra Alexander Jägi ist verantwortlich für dieses Paket und hat noch 26 weitere Experten gebeten, ihre Erfahrungswerte und Weisheiten in das Nachschlagewerk einfließen zu lassen. Ich habe mich nun gut 2 Wochen mit dem Inhalten auseinandergesetzt und möchte euch meine Eindrücke und Gefühle zum Paket hier zusammenfassen. Herd Revolution beschäftigt sich mit dem Leben und möchte die Herzensrevolution herbeiführen. Das bedeutet, man soll den Weg des Herzens finden und gehen, eben wie man umgangssprachlich so häufig sagt, auf dein Herz hören oder vertraue deinem Herzen. Diese Sprüche werden in die Tat umgesetzt werden und ein neues Lebensgefühl bringen, ein Gefühl, mit dem man stärker ist. In der Beschreibung heißt es: 26 Expertinnen und Experten geben dir Ideen und Anregungen für ein intensives, aktives und sinnerfülltes Leben, hilfreiche Tipps und Infos für deinen Herzensweg. Das Wort sinnerfüllt wurde hier sehr bewusst gewählt, denn es ist zweideutig gemeint. Zum einen ist damit gemeint, die Sinne zu stärken und sie bewusster zu nutzen, empathisch zu sein in Bezug auf Menschen und Umgebung, und zum anderen ist damit auch gemeint, für sich einen Sinn im Leben zu finden. Wenn man diesen persönlichen Sinn gefunden hat, wenn man ein Ziel aktiv verfolgt, dann ist man fokussierter und energischer und die Lebensgeister erfahren einen regelrechten Aufschwung. Ein weiteres großes Thema bei der Herd Revolution ist die Selbstliebe und das Vertrauen in einen selbst. Warum ist Selbstliebe so wichtig? Schon Damaris Wieser stellte die fatale Frage: Wenn ich mich nicht liebe, wie sollte es dann jemand anderes können? Wer sich nicht selbst liebt, der steht sich und anderen im Weg. Jemanden ohne Eigenliebe ist häufig jemand, der auch nicht geliebt werden kann oder der es nicht möchte. Selbstzweifel überschatten positive Gefühle und man lässt die Liebe anderer nicht zu. Daher müssen viele Menschen häufig erst noch lernen, sich zu akzeptieren, zu lieben und sich zu vertrauen. Angst und Problemgedanken sind ebenfalls Thema. Ängste sind etwas, was jeder Mensch hat. Manche halten sie weniger zurück und manche sind vollends eingeschränkt durch Angstgefühle. Deshalb zeigen einige Experten, wie man sich von solchen Gedanken lösen kann, um befreiter zu leben, um letztendlich glücklich zu werden. Petra Alexandra Jägi hat die Herd Revolution ins Leben gerufen. Sie betreibt außerdem die Aromaschule und einen eigenen Blog. In der Aromaschule arbeitet sie mit den Therapeuten zusammen und den Wirkungen von ätherischen Ölen. Bei dem Herd Revolution Kongresspaket haben außerdem noch mitgearbeitet Carmen Fries, Fisan Katrin Moldes, Heilerin und Feuerschamanin, Dr. Rüdiger Dahlke, Arzt, Uwe Albrecht, Gründer, Innerweis, Jean Ruland, Heilerin und Schamanin, Heike Kahnen, Heilerin und Bewusstseinscoach, Raho Jod Bornhorst, Unternehmer und Coach, Christina Arana Fader, Projekt Avalon, Susanne Hühn, Lebensberaterin, Brandon Bays, Autorin, Lena Kristalkind, Sebastian Goda, Mentalcoach, Martin Zoller, Hellseher, Sabrina Fox, Autorin, Barbara Hofstetter, Therapeutin, Thomas und Katharina Nestelberger, Gründer MindHerd, Pascal Kind Greub, Medizinmann, Lumira, Heilerin, Lissy Götz, Programmiererin, Sebastian Gronbach, Autor und Dozent, Ute Ulrich, Sängerin und Schamanin, Thomas Young, Weisheitslehrer, Martha Sticks, Online-Marketing-Expertin, Adjita Nowotny, Motivationstrainer und schließlich Bruno Württemberger, Bewusstseinsforscher und Dozent. Jeder der Experten hat ein Fachgebiet und konnte etwas von sich mit einbringen. Ob es ein Video-Interview ist oder ein E-Book. Enthalten sind 26 Video-Interviews mit den eben aufgezählten Autoren und Coaches, auch als Audiodateien vorhanden. Das Kongresshandbuch, 20 Bonusgeschenke. Darunter sind zum Beispiel die E-Books Wenn Dämonen rufen von Martin Zoller, Herzprojekt von Heike Kahnen, Endlich aufgewacht von Sabrina Fox, Die Kraft der Transformation von Andreas Klein oder Lebenskunst für Hochsensible von Anne-Helen Heinze. Dann gibt es noch verschiedene Audios wie zum Beispiel Herzensgesang von Frank Vivotia oder 7 Botschaften der Engel für die neue Zeit von Britta Lambert. Ebenfalls im Paket erhält man noch Zugang zu diversen Webinaren. Darunter kostenfreie Live-Webinare von Advitya Nowotny zum Thema Herd Power, wie du bewusst die Kraft deines Herzens lebst. Oder Mind Power, wie du die Kraft deiner Gedanken optimal nutzt. Oder von Raho Jod Bornhorst mit Unternehmerbewusstsein. Der normale Preis liegt bei 129,95.
Man kann hier auch zwei Raten A64,90 zahlen oder andere Zahlungspläne auswählen. Vertrieben wird das Paket über den Digistore 24. Dort kann man mit PayPal bezahlen, auf Rechnung, mit normaler Überweisung oder Sofortüberweisung oder Kreditkarte. Digistore 24 gilt generell als seriös und die Kaufverbindung geht in der Regel innerhalb weniger Sekunden über die Bühne. Im Anschluss erhält man eine E-Mail, die alle wichtigen Informationen beinhaltet. Dort bekommt man auch den Link und die Zugangsdaten zum Mitgliederbereich, wo das ganze Kursmaterial zum Download freisteht. Der Zugang zu diesem Bereich bleibt mit dem Kauf ein Leben lang bestehen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, wirklich alles anzuschauen. Mehr als 25 Stunden Videomaterial kann ich nicht mal so eben in 2 Wochen schauen. An sich ist es eine gelungene Sammlung von Inhalten, die mir schon einige Situationen erleichtert haben. Sie haben es leichter gemacht in dem Sinne, dass man besser damit umgeht. Die Tipps beziehen sich ja immer nur auf einen selbst und das einem schließlich dabei, mit der Umwelt anders zu interagieren. Es hat auf jeden Fall das Potenzial, einen zu stärken und mehr aus seinem Leben zu machen. Es ist wie eine tägliche Dosis Motivation und kam immer bei mir besonders gut an, wenn ich einen schlechten Tag hatte oder am liebsten nur im Bett geblieben wäre. Genau an solchen Tagen ist es gut, so etwas wie Herd Revolution zu haben, um sich selbst nochmal auf den Weg zu bringen, zu fokussieren und mit gestärkter Haltung aufzustehen. Manche Inhalte sind dabei auch mir etwas zu extrem. Wenn jemand anfängt, von Drachenenergien zu sprechen, bin ich auch nicht mehr dabei. Aber man muss es sich ja nicht anschauen, was ein enormer Vorteil ist. Man schaut sich eben nur die Interviews an von den Leuten, bei denen man sich auf demselben Nenner sieht. Nicht zu empfehlen ist das Paket für Leute, denen es an Energie nicht mangelt, die also keine dieser schlechten Tage haben oder Leute, die so etwas aus Prinzip als Scharlatan bezeichnen. Für mich ist es eine Erinnerung an meine Ziele, meine Stärken und meine Persönlichkeit. Wenn ich irgendetwas davon gerade vermisse, greife ich auf die Herd Revolution zurück und werde bestimmt ein passendes Buch oder Video dazu finden. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.